So, ich erkläre euch heute mal ein bisschen was über das Interface, wenn ihr ganz neu ins Spiel kommt. Zunächst einmal, ihr werdet am Anfang drei Schiffe haben. Ne, vier. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 4. Einmal die Hashidate, der Japaner, die Eri, der Amerikaner, dann die Orlan der Russen und Hermelin der Deutschen. Die vier Schiffe sind kostenlos, bei euch schon im Hafen. Und ja, anfangs sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Habt hier oben noch nicht so viele Reiter und auch nur Grobgefechte freigeschalten. Das Ganze hängt damit zusammen, dass ihr am Anfang euch durch die verschiedenen Spielstufen spielen müsst. Battle ist angefangen, das Stufe 1, dann kommen die Freischaltungen für den Tech Tree, für die Module, dann die täglichen Missionen, freie Erfahrung, die Upgrades der einzelnen Schiffe, das zeige ich euch dann noch, der Schiffskommander, den ihr auch am Anfang noch gar nicht haben werdet, Signalflaggen, auch ganz interessantes Thema, Camouflage, Missionen und Herausforderungen, gewertete Gefechte und Teamgefechte. Ja. Am Anfang, wenn ihr dann mal gespielt, also ihr seht das hier so, mit einem anderen Schiff natürlich. Ich kann es jetzt mal hier für den Tier 2 zeigen. Ihr habt hier drüben natürlich noch nichts stehen. Auch wahrscheinlich Schiffserfahrung 0, wenn ihr anfangt. Was erstmal wichtig ist, der Reiter alle öffnen. Schaut euch mal das Schiff an. Ihr seht hier die Panzerung. 6 bis 50 mm. Was, wie stark, wo gepanzert ist. Die Hauptbatterie, mit der ihr auch feuert. Ihr seht Drehzahl der Türme, die Nachladezeit, Streuung, KI-Schaden, AP-Schaden und die Reichweite. Das ist auch ganz wichtig, die Reichweite. Denn sonst ja, werdet ihr beschossen, eventuell von dem Größeren. Kriegt das gar nicht mit oder wisst nicht warum. Weil es haben jedes Schiff eine unterschiedliche Reichweite hat. Flak. Kann auch mal draufklicken. Zeigt's an. Hier zwei kleine Flak. Ist eigentlich nichts. Wird später mehr. Die Geschwindigkeit, der Wenderadius. Genau. Unterstellt hat auch ganz interessant, wie schnell das Ruder stellt und natürlich die Reichweite, in der ihr aufgeht. Hier geht eher auf, als dass ihr feuern könnt. Hier ist es dann, wenn ihr dann mal ein bisschen gespielt habt, kommt der Rat natürlich auch zu größeren Schiffen. Ist das Ganze ja dann umgekehrt. Ich habe 13,3 Reichweite, wo ich aufgehe, aber 1,6 Schussreichweite. Dann habt ihr auch verschiedene, später mal verschiedene Größen von Flak. Die Flak geht ganz einfach von selbst. Wenn ihr auf Steuerung drückt und dann ein Flugzeug anklickt, konzentriert sich die Flak schon mal drauf und ist dann bereit, wenn es in Feuerreichweite kommt. Das Ganze funktioniert auch mit der Sekundärbewaffnung. Das ist jetzt hier derselbe Turm, muss nicht sein. 6x2er Geschütz. 127 mm feuert automatisch die Feuerdistanz. Einfach mal drauf lassen, 4 Kilometer. Auch ein Schiff kann man anklicken, dann ist es schon mal eingezielt und wird dann gleich beschossen, bevor, also wenn es dann reinkommt in die Reichweite. Gut, wenn ihr ein bisschen gespielt habt, ihr kriegt hier oben Module. Module der einzelnen Schiffe. Was wichtig ist, ihr fangt bei. Also eigentlich ein Stockschiff an. Forscht ein bisschen, kriegt Erfahrung, fahrt noch ein paar Runden. Ja, dann könnt ihr hier die Reichweite erhöhen. Mal vergleichen. 13,3 zu 6. Der größere Rumpf bringt mehr Luftabwehr. Und dann die größeren Kanonen, das ist Geschmackssache. Die einen sagen hui, die anderen sagen pfui. Jetzt gerade bei dem Schiff ist es Geschmackssache, bei anderen, oder überlegen.
größere Kanonen. Die keiner. für die größere Kanone haben. Das ist oft eine Überlegung wert. Man muss ja vergleichen, was einem wichtiger ist. Gut, was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr dann mal weiterkommt, halten sich hier auch dann Sachen frei. Ah, Feuerlöscher ist vielleicht ganz wichtig. Und dann Upgrades. Upgrades sind jetzt hier nichts eingebaut. Aber es ist sehr hilfreich, wie auf meiner Colorado. Ich habe drei Upgrades drin. Einmal die Ruderstellzeit, Damage Control System, also dass ich nicht so schnell Feuer kriege und nicht so schnell Wassereinbrüche, und dann die Reichweitenerhöhung. Auch ganz gut. Komme ich jetzt schon mal statt der gewohnten 17, schlag mich tot, 17,6 und komme dann insgesamt auf 20 Kilometer. Anders zum Beispiel Japaner. Ich komme hier schon, ohne irgendwas eingebaut zu haben, auf 19,3. Deswegen ist eine Überlegung wert, Nachladezeit zu reduzieren. Machen wir mal weiter. Ihr werdet dann auch irgendwann mal Tarnung freischalten. Signale sind, kriegt ihr als Belohnung für besondere Leistungen im Gefecht. Seht ihr auch dann, was drunter steht. Das für den ersten Kill praktisch. Kriegt ihr da welche für High Kaliber, für ja, alles Mögliche. Und dann auch Flaggen, die habe ich leider noch keine, weil ich noch keine Teamgefechte gefahren habe, sondern gewertete Gefechte. Kurz zum Forschungsbaum. Ich habe hier ein bisschen mehr stehen, liegt daran, ich habe eine Mod drauf. Die haben mir auch Prüfe anzeigt, die es jetzt so gar nicht mehr, also so gar nicht zu kaufen gibt. Zum Beispiel diese ARP, Kongo, Shima, Haruna, Yay, Myoko, Haguro, waren jetzt eine Sonderaktion und sind aber auch nur im Spiel zu sehen, wenn ihr den richtigen Hafen gewählt habt. Das ist die Zuckerhafen, dann seht ihr die im Spiel, ansonsten bleibt alles normal. Das. Gehen wir mal einfach einen Forschungsbaum durch. Wartet hier, werdet forschen. Ihr könnt hier zum ersten Mal wählen auf Zerstörer. Wir haben natürlich schneller, kleiner, wendiger Torpedos oft. Und dann später auch zu Schlachtschiffen und dann auch zu Flugzeugträgern. Ja. Flugzeugträger spielen sie wieder total anders als Schlachtschiffe, als Kreuzer, als Zerstörer. Also jede Klasse hat so seinen Vor- und Nachteil. Gibt es natürlich jetzt auch noch bei den Amerikanern. Die Russen haben nur die Wahlmöglichkeit zwischen Zerstörern, Kreuzern. Und die Deutschen haben jetzt nur eine Reihe. Schauen wir mal weiter in euer Profil. Hier seht ihr, habe ich eh schon gezeigt, welchen Rang ihr seid. Dann seht ihr hier eure Auszeichnungen, was, viel, welche Auszeichnung. Season Rank ist jetzt noch nicht, also der Rang in der Saison. Ich habe noch keine Saisongefechte gefahren. Teams und dann natürlich nochmals die Punkte, Zusammenfassung im Endeffekt auch einfach nur Co-Battle, dann könnt ihr auch wechseln. Dann zeige ich euch noch, wenn ihr später mal Freizeit, paar Gefechte habt, von einige, werdet ihr irgendwann mal einen Kapitän kriegen. Dieser Kapitän kann Fähigkeiten kriegen. Warum jetzt meine orange sind, erkläre ich euch gleich. Und zwar sind Verbesserungen wie Repair-Time, also Reparaturzeit, dass man Warnung kriegt, wenn man aufgegangen ist, wenn man beschossen wird, so Späßchen. Dass man auch seinen Ruder bewegen kann, wenn es eigentlich kaputt ist. Damit man mehr Brände legt, weniger, also sehr, sehr viele. Warum orange? Ganz einfach. Ich habe den umgeschult von einem kleinen Schiff auf ein größeres.
Der braucht erst eine Zeit. Wenn er dann soweit ist, dann kriegt er auch wieder Erfahrungspunkte auf der Land. Das ist dann auch wieder schön brav weiß. Oder auf der Colorado wieder orange. Gut, ja, was gibt's noch zu sagen? Hier oben rechts hat der Fahrerfahrung, Geld und Dublonen. Und hier unten links schön brav eure Kontakte und Channels. Könnt ihr dann auch mal suchen gehen, wenn ihr eine Division sucht zum Fahren. Oder einfach mal in der deutschen Community nachfragen. Und ja, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, was offen oder unklar ist, schreibt es einfach als Kommentar drunter. Dann bis